So sieht sie aus, die etwas anspruchsvollere Version des ID.7 Tourer mit dem zusätzlichen Kürzel GTX. Da gibt es optisch ein paar Unterschiede zu seinem normalen Bruder, will ich mal sagen. Gleich ist hier natürlich das Design. Man hat auch hier ein beleuchtetes Logo. Dann gibt es hier diese Lichtleiste. LED-Matrixlicht ist auch selbstverständlich. Dann gibt es hier noch typisch für den GTX diese beiden Leuchten. Die findet man auch auf der anderen Seite. Und wenn man die zusammenstellt, diese vier Teile, dann gibt es auch wieder ein X. Schön ist auch dieser Lufteinlass, dieses Wabenmuster. Auch hier findet man dieses X, das den GTX dann auch beschreibt. Schauen wir mal auf die Seite. Da gibt es große Räder. Mittlerweile werden die Räder immer größer. Das ist jetzt 20 Zoll. 21 Zoll soll demnächst auch für einen solchen GTX zur Verfügung stehen. Da gibt es oben diese Bezeichnung GTX. Unten dann einen schwarzen Schweller, auch wieder glänzend lackiert. Das sieht äußerst schick aus. Wird aerodynamisch auch eine ganze Menge bringen. So, und bei der Fensterfront muss ich sagen, hier fällt das Dach natürlich wie bei der Limousine nicht so stark ab. Hier hat man ein bisschen mehr Kopffreiheit und es gibt auch sicherlich ein bisschen mehr Platz für das Gepäck. Schön ist auch immer wieder dieser Heckspoiler oder diese Dachkante zu sehen. Die soll ein bisschen Abtrieb erzeugen, sieht schick aus. Da ist auch das Bremslicht integriert, gehört natürlich dazu. Und auch bei diesem Auto findet man diese durchgehende Lichtleiste, LED-Licht, ganz klar. Auch ein beleuchtetes Logo darf jetzt bei diesem VW nicht fehlen. Es gibt hier so ein Wabenmuster. Auch da findet man dieses X. Das ist typisch für den GTX, findet man bei dem normalen Tourer natürlich dann nicht. Auch unterschiedlich ein bisschen gehalten, oben schwarz. Unten schwarz, in der Mitte rot und das sieht auch absolut schick aus. So, jetzt schauen wir mal nach innen. Gediegen, modern und schick ist das neue Interieur. Der VW MEB Baukasten lässt grüßen. Dieses Infotainment-System ist in der vierten Generation angekommen und bietet sogar Entspannungsprogramme der besonderen Art. Das Multifunktionslenkrad ist perfekt, das gleiche gilt auch für die Multifunktionssitze. Ob es nun kalt ist oder warm, sie können helfen. Die neuen Materialien sind auch zum Recyceln geeignet und runden das Bild ab. Auch Veganer werden begeistert hier Platz nehmen. Dank viel Platz wird es sehr bequem und Platz zum Beladen gibt's reichlich. Von 605 bis hin zu 1714 Litern sind nun möglich. Die Fahrzeuglänge von fast 5 Metern und die Breite von 1,86 Meter bietet Platz und erlaubt dadurch eine lange Urlaubsreise oder den kleinen Umzug mit dem größten Kombi von VW. Nun noch ein paar Daten zu dem technischen Unterschied im Vergleich zu seinem normalen Bruder, dem ID.7 Tourer. Dieses GTX-Modell hat eine Leistung, eine Gesamtleistung von 250 Kilowatt. Das sind so um die 340 PS. Und damit schafft dieses Auto auf der Autobahn eine Topspeed von 180. Und nach 6 Sekunden hat es dann auch die 100 erreicht. Und ich muss sagen, das ist für ein so großes und relativ schweres Auto schon sehr, sehr sportlich. Versorgt wird dieses System von einem Akku, der ist 86 Kilowattstunden groß. Das ist ein Nettowert. Und damit soll man auch nach WLTP rund 638 Kilometer unterwegs sein. Das ist schon mal eine ganze Menge. Es gibt ja zwei Motoren, einen vorne, einen hinten. Und dadurch gibt es auch einen Allradantrieb. Und der wird nur benutzt, wenn an der Vorderachse Vortrieb benötigt wird. Wenn nicht, nutzt das System nur den hinteren Motor, um Strom zu sparen. Gute Idee. Aufladen kann man dieses Auto auch, zum Beispiel mit 200 Kilowatt an einer DC-Ladesäule und dann kann man in ungefähr 30 Minuten von 10% auf 80% wieder aufladen. Diese Leistung ist schon recht umfangreich für ein solches Auto und ich denke mal, damit unterscheidet er sich auch gewaltig von seinem ganz normalen Bruder. Die Anhängelast hat sich gegenüber dem normalen Tourer verbessert. Nun sind anstatt 1.000, 1.400 Kilogramm mit diesem System möglich. Alles in allem ist der große VW E-Kombi ein Hingucker mit modernster E-Technik. Seine Vorteile sind viel Leistung, ein sparsamer E-Antrieb, Allradantrieb und ein erstaunlich großes Raumangebot. Der Basispreis für den GTX Tourer wird bei knapp 65.000 Euro liegen.